Jetzt steckt Sebastian echt in der Klemme. Ich gehe zurück in die Katakombe, um ihn zu suchen. Anne hat recht. Er und das gesamte Dorf sind in Gefahr. Da drin wimmelt es nur so von Inferi. Inferi? Was redest du da? Du wirst gleich sehen. Schnell! Warte bitte kurz. Aufgeräumt. Oh. Ich war so besorgt wegen Sebastian. Mir war gar nicht klar, dass Anne Solomon holen will. Als sie die Inferi sah, dachte sie zuerst, Sebastian würde angegriffen. Aber dann zeigte er ihr das Relikt und sagte, er wisse, wie man es verwendet. Die Symbole auf dem Relikt waren Inferi? Und Sebastian hat sie erschaffen? Nicht ganz. Er kontrolliert sie. Das ist mächtige schwarze Magie. Inferi zu erschaffen ist unglaublich schwierig. Aber sie zu kontrollieren, während Anne und ich verzweifelt versuchten, die Inferi an der Flucht zu hindern, sagte Sebastian nur immer wieder, er müsse Anne heilen. Als Anne sagte, sie könne nicht bleiben, wusste ich nicht, was sie meinte. Solomon drohte, zum Schulleiter zu gehen, wenn er hört, dass Sebastian schwarze Magie benutzt. Ich muss nach Hogwarts und das erste mit Professor Black reden. Ich lasse das Ganze nach einem Familienstreit aussehen. Ich komme zurück, sobald ich kann. Versuch du, Sebastian Vernunft einzureden. Ja, das wird ja auch so gut hinhauen. Und danke, dass du mich mit den Inferi allein lässt. Super Typ. Die Inferi sind hier. Natürlich. Das lässt du mal schön bleiben. Besser als befürchtet oder erhofft oder was auch immer. Diese Inferi wirken überhaupt nicht kontrolliert. Contringo! Na toll. Ach, da hinten. Lass mal bleiben. Tu mir nix, ich tu dir auch nix. Sagen wir es mal so. Dann. Sie sind überall. Ach nee. Er hat damit gerechnet, hm? Wow. Also ein ganzes Leichenschauhaus voll. Hinter mir auch noch. Natürlich, was wünscht man sich mehr?
Also wie gesagt, mir so ein ganzes Rudel in Ferry umwenden lieber als 3-4 Spinnen. Okidok. Falsch. Dann wollen wir mal hier lang. In Verbindung mit den Pferden macht dieses Rätsel eigentlich gar keinen Spaß. Hallo? Danke. Sebastian. Ich frag für einen Freund. Natürlich. Ist das nicht unglaublich? Sag mal, Verzeihung, saufst du? Sebastian. Sag ich doch, das Relikt ist die Antwort. Ich wollte die schwarze Magie rückgängig machen, die Anne verletzt hat. Aber damit kann ich sie kontrollieren. So wie ich die Inferi kontrolliere. Beherrschen? Ich musste den ganzen Weg gegen Inferi kämpfen. Upsi. Was habt ihr beiden getan? Ich? Gar nix. Akio-Relikt. Oh oh. Das Relikt. Uh-oh. Schau mal, was von der scheiß Idee gehört, Solomon. Das wirst du büßen. Sag mal, spinnst du jetzt auch noch? Ringo! Lass mich mal gucken. Ja, das dachte ich mir nämlich. Keine Zeit für solche Scherze. Lass das bleiben. Confringo! Grundigo! Danke! Infectio! Levioso! Jetzt bist du zu weit gegangen! Sendo! Confringo! Confringo! Levioso! Stupor! Confringo! Lass mich runter. Danke. Contego! Confringo! Descendo! Machst du mal den hier fertig, Püppchen? Danke. Defendo! Confringo! Du sollst uns doch beschützen! Oh, dann bin ich denn da drin.
jetzt mal zu Papa schlagen. Nein, den wollte ich nicht. Macht nix. Nein, ihn will ich. Bums. Hätten wir das erledigt. Es gibt keine Heilung, Sebastian. Hör schon auf. Ich lasse es das nicht. Das tut bleiben. Er jetzt nicht. Erwartet ihr da was? Du hast dich entschieden. Oh, Anne. Was hast du getan? Ich muss hier raus. Ja, haha. Dann nix wie nach. Öff. Sebastian, warte! Okay, geht eh nicht. Nein. Nein! Lauf! Mädchen, lauf! Nein, du kannst sie nicht stoppen. Halt, Sebastian, warte! Stop! Halt! Nein. Läuft an mir vorbei! Alter Verwalter, das war jetzt ganz schön heftig. Was ist denn? Ah, doch. Er spricht mit uns. Warum hast du nicht angehalten? Ich habe dich gerufen. Anne wird das nicht überleben. Sieh sie ich dahin. Innerlich und äußerlich. Herr Solomon war nie für uns da. Nicht wirklich. Er hat Anne aufgegeben. Ich werde das nie tun. Du hast ihn gesehen, oder? Er wollte ihr Leben zerstören. Er griff uns an. Ich musste den Todesfluch anwenden. Das verstehst du doch. Hätte ich den Zauber nicht gekannt. Yep. Du bist zu weit gegangen, Sebastian. Ich kann nicht klar denken. Ich muss gehen. Ich kann nicht bleiben. Ich muss Ominous finden. Sebastian! Bitte, ich bin gerade nicht ich selbst. Treffen wir uns später in der Krypta. In Ordnung? Ach, gut, dass du es sagst. Mir ist es ja gar nicht aufgefallen, dass du nicht du selbst bist. Das war jetzt wirklich heftig. Fortfahren, absteigen, was? Mhm. Den habe ich schon, okay. Wenn ich mit
viel gerechnet habe, aber damit jetzt obla nicht. Dann fliegen wir halt hier entlang. Muss erstmal runter, damit wir wieder Boost kriegen. Die sahen auch schon mal besser aus. Ja, ja. Ihr könnt mich lieb haben. Das war jetzt wirklich ziemlich heftig, finde ich. Aber ich glaube, man merkt es. Ah, Bäume. Hier geht Natur. Hui Diver. Diesen Astronomiealtar muss ich wohl bei Dunkelheit verwenden. Ja, glaube ich auch. Ja, ich bin ein bisschen sprachlos, glaube ich, wie man merkt. Das war heftig. Ich meine, ich habe befürchtet, dass Sebastian irgendwie in diese Richtung abdriften wird. Aber ich hatte halt noch irgendwo die Hoffnung, dass Ominous oder Anne ihn dazu bewegen können, wieder auf den richtigen Pfad zurückzukommen. Aber das? Nö. Also, sorry, Nase juckt. Das war wirklich heftiger als heftig. Daneben. Mist. Nimmst du den Ballon mit? Danke. Wenn wir schon hier sind. Heute habe ich es nicht so mit dem Ziel. Könntest du bitte nach vorne blicken? Danke. Oh. Abgesehen davon, dass ich viel zu weit Richtung Norden geflogen bin. Zurück zum Schloss erstmal. Ja, ich muss das verdauen. Vor allem finde ich es cool, dass... Oh, cool. Vor allem finde ich es komisch, dass keine Ministeriumsleute gekommen sind. Ich meine, es war ja doch ein unverzeihlicher... Hoppla. Da war ein Baum im Weg. Und die sind ja normalerweise nicht so... Die werden ja normalerweise nicht so gut aufgenommen, oder? Von daher, ganz komische Situation. Und plötzlich bist du hier auf der Brücke und alles ist friedlich und verschneit. Und es ist Winter und es kommt dir so vor, als ob nichts schief gehen könnte. Und du kommst aber gerade von einem Abenteuer zurück, wo einer deiner Schulkollegen, ich würde ihn jetzt nicht mehr unbedingt als Freund bezeichnen, seinen Onkel gegrillt hat. Oh, er ist nicht mehr ansprechbar. Okay, schade. Heftige Sache. Haben wir die Main Quest drinnen? Nein. Dann wollen wir die Main Quest verfolgen. Okay. Das ist heftig. Achso, hier waren wir schon. Okay. Wow, wow, wow. Nö. Okay. Ja, ich gehe jetzt zu Fuß, weil wie gesagt, also ich habe ja gewusst, dass man, also ich meine, du siehst es ja bei den, ach so, Besenflieger, bei den Skills, die du sozusagen auswählen kannst, dass alle drei der grünen Flüche vorhanden sind im Spiel. Aber ich hätte gedacht, dass Avada Kedavra jetzt, also dass du es hier lernen kannst, ja, aber nicht, dass Sebastian damit seinen Onkel umbringt. Und wow, 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 wow.
Ich brauche jetzt was Positives. Oh. Wie gemein. Da freut man sich einmal auf eine Rüstungsschlägerei und dann schlägern sie nicht. Ich liebe es mit meinen Geschwistern. Oh, wie hübsch. Echt hübsch. Gefällt mir. Hier ist ausgesprochen viel Verkehr heute. Lass uns nicht gleich den Kopf verlieren. Hoppla! Da hat sich wohl wer mit seiner Geistergattin angelegt. Gut. Dann sind wir schon so gut wie da. Im Kartenraum. Und dann nehme ich mal an, wird es mit der nächsten Prüfung weitergehen, oder? Lasst uns mal. Hat Professor Fig meine Eule bekommen. Er und die Hüter müssen von Renrock und dem letzten Behältnis erfahren. Mhm. Laut der Eule, die ich erhalten habe, bewegt sich Renrock schneller, als wir es erwarten konnten. Eine wahrlich schlechte Nachricht. Wir hatten uns mehr Zeit erhofft, um das beste Vorgehen zu besprechen. Hören wir, was das Kind zu sagen hat.